Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsvakantist. Wir haben heute den 20. November 2016. Das Thema des heutigen Videos ist leichtes Krafttraining, Muskelaufbau mit Hanteln. Ich habe ja schon einige Videos zum Thema Gymnastik, also leichten Sport gemacht. Aber manchmal reicht eben der leichte Sport nicht so ganz aus. Normalerweise halte ich das für vollkommen ausreichend und sinnvoll, ein, sagen wir mal, Einkaufstaschenformat zu erreichen. Das heißt also, nicht unter jeder Einkaufstasche sofort zusammenzubrechen. Aber eben manchmal ist eben etwas mehr Kraft erforderlich. Und weil das jetzt auch für mich notwendig geworden ist, dass ich etwas kräftiger anheben muss, aufgrund besonderer Umstände jetzt, habe ich einige Übung etwas intensiviert, eben konkret gezielt zum Muskelaufbau. Aufbau jetzt in dem Sinne, dass man noch immer nicht aussieht wie Herkules, aber dass man schon etwas mehr leisten kann, vor allem wenn es darum geht, dass man eben schwere Sachen heben oder bewegen muss. Die anderen Übungen, die ich sonst so mache, die bleiben natürlich also weiter notwendig, also vor allem Kniebeugen, das Boxen oder das Springen ohne Seil. Aber jetzt zu den Übungen mit Hanteln. Welche Hanteln braucht man? Also im Grunde genommen gibt es drei Phasen für dieses Aufbautraining. Die ersten beiden Wochen entweder gar keine, für Frauen vornehmlich gar keine, für Männer vielleicht maximal 2 Kilo Hanteln. Dann nach etwa 2 Wochen, wenn man sich an die Übung gewöhnt hat, für Frauen dann vielleicht 2 bis 3 Kilo Hanteln und für Männer 4 bis 5 Kilo Hanteln. Und dann, wenn man sich auch daran gewöhnt hat, also nach weiteren 2 Wochen, also nach insgesamt 4 Wochen, dann noch schwerere Hanteln. Und zwar in der Anfangszeit, also die Kurzhanteln. Das hier sind zum Beispiel 5 Kilo Hanteln. Und das sind Kettlebells, das sind 8 Kilo Hanteln. Gut, natürlich beim Kauf muss man schon darauf achten, dass man die Hände damit nicht allzu sehr belastet. Also wer zu solchen Hanteln greift, im wahrsten Sinne des Wortes, der wird sehr bald feststellen, dass die aufgrund dieser rauen Fläche die Hände sehr stark belasten. Also, dass da man diese Übung auch über mehrere Minuten machen soll, kann das also schon ziemlich an die Hautsubstanz gehen. Deswegen gut ummantelte, also entweder aus Plastik oder aus Gummi bezogene Hanteln nehmen. So, wenn man sie jetzt also auf eine Hantel verständigt hat, dann gibt es also 3 Übungen, die man mit diesem Hantelsatz machen kann. Die erste Übung, man hebt die Hanteln abwechselnd so hoch und kann dabei auch noch ein bisschen in den Beinen federn, also zu der Seite, auf der man gerade die Hantel hochhebt, federt man etwas und dann wechselt man, dass man auch ein bisschen die Beinmuskulatur mitbelastet. So, wie häufig wiederholen? Ich empfehle 16 Übungen, also 16 Mal diesen Satz. Das heißt so, 1, 2, 3, 4, sehr schön im Viervierteltakt zu zählen, 4 mal 4 ist 16. Dann wiederum 16 Mal hebt man beide Hanteln hoch, so nach oben. Erinnert so ein bisschen an den Rudervorgang, an die Ruderbewegung. Eben auch 16 Mal. Hier kann man vielleicht schon etwas die Knochen knacken hören. So. Und dann wieder 16 Mal beide Hanteln nach ganz oben heben.
dass der Arm wirklich ganz durchgedrückt wird auch. Man kann dann auch ein bisschen die Beine gehen, muss man aber nicht unbedingt machen. Wie gesagt, jeder Satz aus 16 Wiederholungen. Der ganze Vorgang, also von diesen 3x16 Wiederholungen, dauert etwa 90 Sekunden, anderthalb Minuten. Das heißt, man kann dann sehr schön mehrere Sätze hintereinander durchführen. Also ich persönlich komme nicht mehr als 6 Mal. Das heißt, es sind etwa 9 Minuten. Aber das geht schon ziemlich an die Substanz. Also deswegen meine ich, sollte man am Anfang erstmal gar keine Hantel nehmen und dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, auch da eine gewisse Grenze setzen, eben von 2 bis 3 Kilo bei Frauen und 4 bis 5 Kilo bei Männern. Das belastet schon ziemlich und baut eben auch wirklich Muskel auf. Wie gesagt, wenn man das dann einigermaßen verkraftet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es zu den Kettlebells. Wie gesagt, die können schon ein bisschen mehr wiegen. Die sind 8 Kilo, das ist für mich das Äußerste. Hier hebt man eben gleichzeitig beide Kettlebells hoch, muss nicht ganz bis nach oben durchstrecken, also so etwas über den Arm reicht auch schon. Und hier könnte man das eben 2x16 mal machen. Also man zählt dann bis 16 und daneben von 16 wieder auf 1 zurück. Noch ein Tipp fürs Zählen bei den ersten Übung hier, kann man also zählen, meinetwegen 1a, 2a, 3a, dann zurück 16a, also 16a, 15a, 14a und dann wieder nach vorne 1a, 2a, 3a. Wenn man dann den nächsten Satz ranhängt, zählt man mit b, also 1b, 2b, 3b, 16b, 15b, 14b, 1b, 2b, 3b. Dann kämen wir also schließlich bis zum Buchstaben F. Das mag für junge Menschen also gar nicht der Rede wert sein, dass man sich beim Zählen konzentrieren muss, aber irgendwann merkt man dann schon, dass auch der Umgang mit Zahlen und Buchstaben eine gewisse Herausforderung ist und dass man da also auch ein bisschen trainieren sollte. Okay, das sind die Übungen. Ein bisschen plaudern noch, warum ich das jetzt zusammengestellt habe. Also natürlich, wie schon gesagt, die anderen Übungen, die ich sonst so vorgestellt habe, die haben natürlich weiter ihre Berechtigung. Das ist jetzt Aufbautraining für Leute, die mehr leisten müssen als nur mal eben eine Einkaufstasche tragen, sondern die eben zum Beispiel bei der Pflege von hilflosen Menschen auch mal kräftig zugreifen müssen, heben müssen. Und da kann man auch sagen, ja, das ist alles Technik. Nein, das ist nicht alles Technik. Es ist zwar sehr, sehr viel Technik, aber manchmal muss man heben können und da muss man Kraft für haben. Auch weiter bleibt bestehen, dass Ernährung das A und O ist. Also ohne vernünftige Ernährung geht auch hier gar nichts. Wie gesagt, auch das ist nicht dafür gedacht, dass man zum Herkules mutiert. Das ist eben dazu gedacht, mehr zu leisten als das durchschnittliche Alltagsniveau. Wie gesagt, wer etwas mehr tun will als nur Einkaufstaschen tragen, der ist mit diesen Übungen ganz gut bedient und man braucht auch keine Angst zu haben, dass die Körperstatur allzu sehr verändert. Also bei Frauen wird sich da wahrscheinlich gar nichts tun und bei Männern wird man also auch vielleicht etwas kräftiger aussehen, aber alles bleibt im Rahmen. Deswegen für Leute, die etwas mehr tun
wollen, meine Empfehlung, diese Übung, das könnte man zwischen zu machen, 6-mal diese Sätze sind 9 Minuten, dann mit den Kettlebells nachher 32-mal heben sind etwa 2 Minuten, dann hat man also 11 Minuten Krafttraining pro Tag, dann noch vielleicht 10 Minuten etwas Gymnastik, dann ist man, wenn man das wirklich jeden Tag konsequent durchführt, ist dann wirklich sehr gut versorgt und gewappnet, auch für etwas anspruchsvollere Aufgaben.